Oh, hey Leute, ich habe euch gar nicht gesehen. Ich habe hier gerade noch mit Dena oder je nachdem Propa, also eigentlich Leute, die für mich unerreichbar fern sind, gerade ein wenig auf dem Sofa gesessen. Und dabei ist mir Folgendes, eingefallen. Und zwar, Leute, habe ich eine kleine Ankündigung für euch zu machen. Dieses Video, was jetzt online kommt, ist quasi nur ein kleines additional Video, in dem ich jetzt, wie gesagt, eine kleine Ankündigung zu tätigen habe. Und zwar bin ich meinem Partner Omen bei HP mal wieder eingeladen worden, Leute, euch einzuladen. Und es geht am 26.01. bis zum 28.01.2017 für mich auf die DreamHack. Und ich werde 9 Leute von euch insgesamt gerne mit einladen, beziehungsweise mit vor Ort nehmen wollen. Generell sind auch andere YouTuber, ich lese mal natürlich aus der Liste ab. Unter anderem Pete ist mit dabei, Malternativ, Lara Loft, Papa Platte, Moondice 7. Also es gibt auf jeden Fall eine Menge Leute vor Ort am Omen bei HP, stand meine Freunde. Also da könnt ihr auf jeden Fall Autogramme abholen. Es wird regelmäßig auf dem Omen bei HP Twitch-Kanal gestreamt und so weiter und so fort. Ich werde unter anderem auch ein Video streamen, also selbst wenn ihr jetzt nicht gewinnen könnt oder nicht teilnehmen könnt, aufgrund der Teilnahmebedingungen, die sich übrigens in der Videobeschreibung befinden, habt ihr trotzdem die Möglichkeit, das Ganze live auf dem Twitch-Kanal mitzuverfolgen und da auf jeden Fall mal ein bisschen Auge zu machen. Wie gerade schon gesagt, Leute, laden wir 9 Leute von euch ein. Es wird eingeladen mit Fahrt, Hotel, Anreise und den Tickets zur DreamHack. Generell ist die DreamHack eine wunderschöne Messe, auf der ich jetzt tatsächlich jedes Jahr bereits gewesen bin und ich kann sie euch echt nur nahelegen. Es ist echt schön, es macht auf jeden Fall echt eine Menge Spaß. Es sind super viele Streamer da vor Ort, ein paar Aussteller sind dabei und es ist eigentlich immer so ein riesiges, kleines Gamescom-Community-Gathering da. Das macht echt eine Menge Spaß. Des Weiteren habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, neben den Karten und dem ganzen Hotel und dem ganzen Anreisegedöns nochmal ein paar Matches gegen unseren Omen bei HP-Stand zu spielen, Leute. Es wird ein bisschen PUBG gespielt, es wird noch ein bisschen League of Legends gespielt. Das heißt, wenn ihr gegen mich verlieren wollt, was natürlich offensichtlich ist, weil ich der beste Spieler der Welt bin, könnt ihr da auf jeden Fall euch auch gerne mal melden. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch. Da muss ich jetzt mal ganz mein Handy zur Seite nehmen, weil das ein so langer Text ist, den ich jetzt ganz kurz mit den wichtigsten Informationen für euch runterbrechen muss. Und zwar gibt es vom 12. bis zum 14. Januar ein paar Online-Turniere. Diese Online-Turniere findet ihr auf dem unten beschriebenen Link der ESL-Homepage. Diese zwei Online-Turniere werden einmal in League of Legends stattfinden, das sind 5 gegen 5 logischerweise, und einmal PUBG 4 vs 4 bis ab zu 100. Ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr da quasi dieses Turnier gewinnt, Leute, seid ihr einer der glücklichen Gewinner. Wichtig ist, dass ihr für League of Legends mindestens 16 Jahre alt sein müsst und natürlich für PlayerUnknown's Battlegrounds aka PUBG mindestens 18 Jahre alt sein müsst, denn sonst könnt ihr leider nicht mitspielen. Denn sonst gibt's da ein bisschen Ärger von euren Eltern und von der Jugendaufsicht und das wollen wir nicht. Die Gewinner werden natürlich von Omen bei HP selbstverständlich eingeladen und natürlich dann direkt zur Messe hinkutschiert. Wichtig ist auch noch, Leute, dass nur Reisende innerhalb von Deutschland eingeladen werden können. Das heißt, wenn ihr jetzt quasi an der deutschen Grenze in der Schweiz wohnt, geht ihr einfach über die Grenze zu Fuß rüber und nehmt dann von da aus letztendlich eure Verbindung. Das heißt, wenn ihr aus Österreich, Schweiz, Luxemburg, Finnland oder sonst woher kommt, müsst ihr quasi den nächsten Punkt einfach für euch möglich anreisen, der innerhalb Deutschland liegt und könnt dann dahin eingeladen werden. Ganz klar ist natürlich, Leute, dass nicht gecheatet und gehackt werden darf. Wer das tut, kriegt nicht nur von mir den größten Disrespect, sondern auch von Omen bei HP wird dementsprechend ausgeschlossen, Leute. Wenn das Ganze im Nachgang festgestellt wird, habt ihr keine Möglichkeit mehr, irgendwann in eurem Leben glücklich zu werden und dürft auf jeden Fall nicht mit teilnehmen. Ganz wichtig ist natürlich, dass ihr euch auch natürlich für diese Messe dann Zeit nehmt. Das heißt, wichtig ist, dass ihr halt am Freitag ankommt und natürlich auch am Sonntag wieder abreist, Leute. Denn wenn ihr keine Zeit habt und trotzdem gewinnt, wäre das natürlich Blödsinn, wenn ihr dann letztendlich den Gewinn einfach an irgendwen anders weitergibt. Das ist doch nicht der Fall. Dementsprechend geht auf jeden Fall, bevor ihr überhaupt bei einem Turnier anmeldet und mitspielt, generell erstmal sicher, dass ihr überhaupt Zeit dafür habt. Die Gewinner werden dann per Mail bis zum 15. Januar von Omen bei HP angeschrieben. Ich soll hier nochmal ganz ausdrücklich darauf hinweisen, Leute, dass es unbedingt wichtig ist, den Spam-Ordner immer dann zu kontrollieren. Das heißt, wenn ihr dann gewonnen habt, müsst ihr auf jeden Fall eurem Spam-Ordner nachschauen, dass ihr dann auf jeden Fall die Möglichkeit habt, da reinzuschauen. Quasi gibt es halt die zwei Gewinner. Einmal den Gewinner des PUBG-Turniers, das sind 4 Leute, und dann einmal den Gewinner des League of Legends-Turniers, das sind dann 5 Leute. Und so wird das Ganze dann zusammensetzen. Diese 9 Leute werden dann netterweise mit an den Omen bei HP-Stand eingeladen. Wir werden ein bisschen Fotos machen. Wir werden zusammen was spielen, wir werden ausrasten, wir werden eine Menge Spaß haben. Wird auf jeden Fall eine ganz geile Nummer. Wenn ihr sowieso bei der DreamHack vor Ort sein solltet, Leute, könnt ihr gerne beim Omen bei HP-Stand vorbeischauen, eure VR-Künste ein bisschen auf den Omen-Laptops testen und auch gegen mich ein paar Runden spielen und auch mal ein paar Autogramme und Fotos und so weiter machen. Also es gibt auf jeden Fall echt eine Menge dazu tun. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch hier treffen würde. Das war es auch schon von allem, was ich euch hier erzählen wollte. Liebe Felix und ich werden jetzt gemeinsam noch ein bisschen duschen und spielen gehen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die neuen Gewinner vor Ort. Habt eine schöne Zeit, macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, tschüss. Oh.